Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel No More Heroes 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Na, hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu No More Heroes 3, ne? Zur letzten aus meiner Sicht würde ich mal sagen. Ja, Leute. Ich kann ja mal kurz so ein bisschen Update geben, was ich seit der letzten Folge gemacht habe. Ich habe hier sämtliche freiwilligen Missionen gemacht, in dem und dem Bereich. War überhaupt nicht zum Kotzen, hier habe ich mich auch ein bisschen dran gesetzt, habe aber dann irgendwann gesagt, nee, kein Bock mehr. Ich habe ein bisschen Bäume gepflanzt und ich habe endlich gefunden, was das letzte Sammelobjekt ist. Und da wäre ich nie drauf gekommen, das sind so Doppelgänger aus dem tatsächlich dritten Teil von No More Heroes. Da gab es so einen Boss, der hieß Doppelgänger und von dem muss man 9 finden auf der Karte. Ich habe mich extra sogar informieren müssen, wo die sind. Und die schalten sich offenbar mit den Death Battle Ships, also mit den Death Ships frei. Das heißt, das mache ich definitiv nicht mehr in der Aufnahme, weil wer weiß, wie lange ich brauche, bis ich alle Ships beisammen habe, dass ich auch den letzten von denen finden kann. Deswegen lasse ich dann jetzt auch die Sammeltour bleiben, weil es einfach keinen Sinn macht. Es wäre nur zeitraubend. Wenn ich jetzt was unterwegs finde, dann nehme ich das mit. Aber ansonsten lasse ich es. Ich habe jetzt auch wirklich alles aufs Maximum geupgradet. Ich kann ja nochmal runtergehen und es euch zeigen und noch gucken, ob ich noch ein paar Chips machen kann. Aber, ja. Ich zeige euch jetzt noch hier bei Naomi. Ich habe alles aufs Maximum abgegradet. Das heißt, wenn ich jetzt verrecke, dann liegt es an mir und nicht, weil irgendwas noch nicht abgegradet ist. Und jetzt gucke ich nochmal eben kurz in die Death Ships rein und passe an. So, Leute, jetzt bin ich hier oben. Steig auf mein Motorrad und jetzt werde ich die ganzen vorgesehenen Kämpfe abklappern. Oder zumindest, dass ich den nächsten Kampf machen kann. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir ja es, alles in eine Folge unterzubringen. Wie gesagt, eine Sammeltour mache ich deswegen jetzt nicht, weil mich das viel zu sehr Zeit kosten würde. Und da hätten weder ich noch ihr Bock drauf. Ich müsste dann so extremst viel Offscreen machen, weil ich ja dann jede Mission da einmal bis zum letzten Level machen müsste. Und ganz ehrlich, das macht mich dann nur aggressiv. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Weil, ihr habt es nicht gesehen, aber diese Minenmission, die sind bei Weitem schlimmer, als man denkt. Allein schon ab Level 2, du hast dann immer und immer wieder Gegner da, die dich in die Lava stoßen wollen. Wenn du in die Lava fällst, musst du alles nochmal neu sammeln. Du musst so viele Kristalle sammeln. Das ist da wirklich dann einfach nur noch nervig. Ich habe wirklich an einer der Missionen von den scheiß Minendingern 3 Stunden gesessen. Und das nur an einer Mission. Weil ich so verdammt oft in diese scheiß Lava gefallen bin. Also, das tue ich mir nicht an. Weil ich muss die wirklich alle machen, damit ich auch wirklich bis auf den letzten von diesen Typen da finde. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade hier so quäle. Eigentlich muss ich den Kampf wiederholen. Ich habe nämlich gerade komplett reingeschissen. Warte, ich lass mich töten. Danke. So, jetzt nochmal richtig. Den wollte ich wegkicken. Dann wollte ich das machen. Und dann wollte ich mich erstmal um die Schützen kümmern. Weil die gehen wesentlich mehr auf den Keks als der Nahkämpfer. Mit ihren Scheißkugeln. Hau ab.
Doch, erstmal weg mit diesen dreien. Aua. Ja, mach du ruhig einen Angriff. Und er spottet natürlich alle Kugeln gleichzeitig in mein Gesicht. So, Leute, ich habe jetzt eben kurz erstmal hier so lange gemacht, bis ich die scheiß Schützen weg hatte. Die sind mir so auf den Keks gegangen. Flieg hin. Den Großen kann ich nicht greifen, toll. Hau ab. Zack. Endlich verlangsamt. Ich habe ein Schild drauf, dass die Verlangsamung länger hält. Nein, bleib liegen. Nein, bleib liegen. Du bist in eine komplett andere Richtung geflogen, als ich wollte. Nein. Okay, der hat einen Flächenangriff, wusste ich nicht. Nein. Tschüss. Okay, einen vorgesehenen Kampf geschafft. Ich glaube, in jeder Ebene war einer. Also, wie gesagt, eine Sammeltour wird es nicht geben. Das sage ich euch jetzt schon. Dafür wäre mir das zu zeitaufwendig. Ich säße dann bestimmt wirklich über eine Stunde hier allein schon nur, um das normale Zeug zu sammeln. Leute, guckt mal, wie viel ich gesammelt habe. Ich habe wirklich mehr als 20 Stunden jetzt noch offscreen gespielt. Und ich habe noch nicht so viele von den Stadtbegrünungen beispielsweise gesammelt. Ich habe ein paar von den Statuen gesehen, ja. Aber das war's auch schon. Ich habe nicht wirklich Lust, den ganzen Scheiß jetzt noch offscreen hier zu suchen. Vor allen Dingen, weil sich der letzte von denen nur nach den Chips richtet. Und ich muss wirklich alle Chips haben, damit ich auch wirklich den letzten von denen sammeln kann. Also ich mache das jetzt so. Ich gehe jetzt erst hier hin. Dann mache ich hier. Dann mache ich hier den. Und falls ich dann noch nicht habe, mache ich hier noch die beiden. Okay, und ich mache jetzt hier Cuts, dass wir immer zu den Kämpfen gehen. Bis gleich. So, Leute. Nächster Kampf. Roter Kristall. Let's go. Und da ist wieder so ein Mega-Dude. Nee, hau ab. Weißt du was? Ich wollte mir den eigentlich für Fu aufheben. Bevor ich hier den Verstand verliere, wegen diesen Spasten. So. Nein. Toll, es hat nicht mal wirklich was gebracht. Ich habe es umsonst geopfert. Hau ab! Ja, ich wollte gerade sagen, kann ich mal das gute Schlachten haben? Zack. Zack. Diese komischen Würste, die durch die Luft fliegen, die mag ich auch nicht. Ja,
Zack, leg dich hin. Als ob ich jetzt hier gucke, dass ich noch hier eben kurz das Heil aufgeladen bekomme. Auf den Boden mit dir. Und wieder einer weg. So, ne, ab zum nächsten Kampf. Oh, es gibt eine Cutscene. Okay, das war diese Backstory. Okay, wir sehen uns beim nächsten Kampf, ne? So, Leute, da ist der nächste Kampf und es ist ein blauer. Wir müssen den Rest nicht machen. Weil ganz ehrlich, das sind Kämpfe, die wir schon alle kennen. So, wer ist der Mega-Gegner? Oh, hier gibt's gar keinen ins Krassen. Nein. Die kann man nicht greifen. Den zuerst, weil die nervig sind. Oder zumindest von denen die nervigsten. Wegen diesen scheiß Barrieren. Hab dich. Tschüss. Ich sagte tschüss. Zack. Wenn ihr so dringend sterben wollt, dann bitte. Danke. Danke, dass ich den Mustang-Modus kriege. Das macht es mir leichter. Also ich könnte jetzt noch die letzten vorgesehenen Kämpfe machen. Muss ich aber nicht, weil ich mehr als genügend Geld habe. Und... das E-Kämpfe sind, die wir wirklich halt schon legit kennen. Das sind jetzt einfach nur alte Gegner nochmal neu. Vielleicht ein bisschen anders aufgestellt, aber... ganz ehrlich, das will ich mir nicht antun. Wir machen heute dann einfach eine richtig lange Folge draus. Vielleicht habe ich das auch auf Premiere gestellt, weil es der letzte Part dann wahrscheinlich ist. Ja. Der Utopie-Konstell sagt mir nicht mal, wie viel... ja. Ab nach Center Destroy. So, Leute, hier sind wir. Falls jetzt eine Cutscene kommt, mache ich zwei Parts draus. 60.000 habe ich. Ist auch irre leicht, das Geld zu kassieren, wenn man die freiwilligen Missionen macht. Okay, es gibt keine Cutscene. Er will einfach nur, dass ich zum Tower komme. Ja, Leute, wir machen einfach eine lange Folge draus. Außer ich habe irgendwie Probleme mit dem Boss. Wo war das zum Reisen? Da. Jetzt lass mich doch einen Punkt machen.
Leute, ich kann euch wenigstens ein Vieh nochmal auf dem Silbertablett servieren. Ihr habt gesehen, wo der Skorpion war. Der sitzt hier. Ich muss jetzt kurz nochmal weggehen, damit er überhaupt wieder auftaucht. Gibt einen Moment. Leute, ich habe da jetzt eine halbe Ewigkeit gewartet. Der Skorpion hatte keinen Bock zurückzukommen, also ab zum Daemon Tower. So Leute, wir sind hier. Ich habe keine Ahnung, warum der direkt auf Henshin geht. Wisst ihr was? Der Teil hier, wo der Henshin haben will, machen wir in einen Part. Also die paar hier. Ich mache jetzt einfach Pause und wir machen hier jetzt wirklich beim nächsten Mal weiter, damit ich keine 40-Minuten-Folge habe. Ich dachte erst, komm, ich mache eine, aber das wäre, glaube ich, nicht so gut. Wir machen hier jetzt Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir machen hier jetzt wirklich direkt beim nächsten Mal weiter. Ciao.